Insgesamt gibt es auf Aida Nova ganze 17 Bars. Und neben alten Bekannten wie der Lanai Bar und der Aida Bar gibt es hier ganz viele spannende neue Barkonzepte. So zum Beispiel die Rockbox mit Live-Musik oder daneben gleich das The Cube, eine Chill-Out-Disco-Lounge oder zum Beispiel auch die Champagner-Bar vor dem Rossini. Ganz besonders gefällt mir aber die Bar hier und das ist die Tokyo-Bar. Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn es irgendwann mal heißt, die Ablöse ist da und der Urlaub ist nah. Und dann werde ich mir hier mal einen Singapur-Sling bestellen. Heute, da bleibe ich noch ein bisschen alkoholfrei und in diesem Sinne... Zum Wohl. Auf Aida Nova gibt es ganze 17 Restaurants. Neben alten Bekannten wie Marktrestaurant und Belladonna gibt es bei den Buffet-Restaurants zum Beispiel auch Neuigkeiten wie den Yachtclub. Daneben eine ganze Streetfood-Meile, wo es nicht nur die Currywurst gibt, die wir ja schon kennen, sondern auch einen Dönerstand und unser Brot und Stulle. Dann eine ganze Säule von Spezialitäten, Restaurant, Brauhaus, French Kiss, Sushi. Ja, für jeden etwas dabei und die Krönung des Ganzen, das sind unsere à la carte Restaurants. Und da haben wir auch Dinge neu erfunden, wie zum Beispiel ja, unser Steakhouse, wo wir jetzt gerade sind. Und warum bin ich hier? Unser General Manager macht hier heute ein Testessen. Ja, und er hat vorgeschwärmt, wie lecker das doch ist. Und daraufhin habe ich gesagt, er wird dringend auf der Brücke gebraucht. Er wundert sich wahrscheinlich, warum. Ja, warum? Weil ich in seinen Nachtisch klauen will.